Willkommen zurück zu Professor Layton und der Ruf des Phantoms. Wie perfekt die Musik eingesetzt hat. Okay, fortsetzen, ja? Weiter geht's. Was bisher geschah? Unsere Helden nehmen die vom Phantom hinterlassenen Schäden erneut in Augenschein. Anschließend einigt man sich, in einem Hotel in North Alley ein Zimmer für die Nacht zu nehmen. Vor ihrem neuen Stützpunkt aus brechen unsere Knobelköpfe auf. Knobelköpfe, what the? Unsere Knobelköpfe auf, um die Stadt weiter zu untersuchen. Alles klar. Hatten wir teilweise schon gemacht. Aber wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Ich habe schon Wasser gefunden, ich erinnere mich. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir direkt weiter. Kamen wir daher? Ja, da kamen wir her. Alles klar. Dann gehen wir natürlich eine Maus anklicken. Diesmal ist sie erwischt. Meine zweite Mäusemarke, ey. Also irgendwie scheinen die Mäuse nur zu respawnen, wenn ich das Spiel komplett neu starte, habe ich das Gefühl. Wenn ich einen rausgehe, bringt das nämlich weniger. Also bin ich auch unten jetzt, ne? Ja. Oh, der Herr war vorher noch nicht hier. Mal gucken, was er so zu sagen hat. Was? Wie bitte? Haben Sie sich was gesagt? Oho, sieh an, sieh an. Da freuen sich meine alten Äuglein aber. Ich grüße Sie, Mademoiselle. Guten Tag. Dürfen wir Sie vielleicht etwas fragen? Ja, aber sicher werden wir uns vertragen, meine Liebe. Wie ist denn Ihr werter Name? Emmy Altava, freut mich. Wir sind die Phantom auf der Spur. Können Sie uns was darüber erzählen? Sie mich quälen, hohoho, aber ganz im Gegenteil. Nur zu, fragen Sie mich nur. Ich sag Ihnen alles. Das Phantom, hören Sie? Wir wollen etwas über das Phantom in diesem Ort wissen. Wen wollen Sie küssen? Mich etwa? Madame, das ehrt mich ja sehr, aber das Grinsen. Wissen Sie, nichts für ungut, wir fragen woanders. Pandas? Die haben wir hier nicht, aber Polizisten, viele davon. Irgendwas muss passiert sein. Anscheinend hat das Orakel wieder einen Angriff vorhergesagt, wissen Sie? Also soll das Phantom heute Nacht auftauchen? Und ob wir den Rat gebrauchen können? Das Orakel weiß ganz genau, wovon er spricht. Aber wo es schon mal dabei ist, könnte es doch eigentlich auch gleich das Wetter vorhersagen. Die Anwohner scheinen uns Vorhersagen tatsächlich zu vertrauen. Und was anderes zu erzählen, der Mann? Na, wie gefällt es Ihnen hier? Ich finde es so schön, wie toll man sich in der Stadt versteht. Man muss seinem Gegenüber nur gut zuhören, da macht man sich im Leben Freude. Oh, ja, wenn Sie das sagen. Nun, im Grunde hat er ja völlig recht. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach links. Da waren wir noch nicht. Eine Mademoiselle. Das ist die erste Frau, die ich in diesem Verschatz sehe, die nicht alt ist. Ich überlege gerade, ich glaube schon, oder? Also zumindest sieht sie von Weitem nicht ganz so alt aus. Da haben wir eine Münze. Unten in den Rohren gefunden. Hoppla, nicht schon wieder. Hier stolpere ich jedes Mal. Okay. Hier ist was im Busch. Aber nur eine Münze. Obwohl ich mir verdrücken musste. Oh, frech. Gut, dann sprechen wir mal mit mir. Oh, ein Rätsel. Okay. Als ich vom nahenden Angriff des Phantoms hörte, bin ich schnell geflüchtet. Allerdings mache ich mir Sorgen um meinen Chef Joe. Habt ihr ihn vielleicht gesehen? Verzeihen Sie, haben wir Ihre Bekanntschaft bereits gemacht? Oh, ich bin Molly. Ich arbeite im Hotel in der Great Alley Street. Ich packte schnell alles zusammen und verließ das Hotel, aber Joe weigerte sich zu gehen. Er meinte, er wollte noch bleiben, falls Gäste kommen sollten. Was, wenn das Phantom das Hotel zerstört und Joe immer noch drin ist? Ich muss zurück und ihn holen. Kein Grund zur Beunruhigung, Fräulein. Wir sind Joe begegnet. Er weiß, auf sich aufzupassen. Trotzdem habe ich kein gutes Gefühl dabei. Anstatt meiner kostbaren Puppe hätte ich besser ihn aus dem Hotel rauszehren sollen. Rätsel 17.
Dieselbe Puppe? Fragezeichen. 30 Punkte, also Medium möchte ich mal behaupten. Hier siehst du vier Puppen. Es mag zuerst nicht danach aussehen, aber eine der drei Puppen rechts entspricht der ersten Puppe. Welche der drei Puppen A, B und C sind identisch mit der ganz links? Okay. Also, das wird nicht so leicht, denke ich. Ich habe es gerade. Also, das könnte jetzt. Also, im ersten Moment denke ich mir, das ist ein Rätsel. Da könnte es notwendig sein, einen Tipp zu nutzen. Und da könnten Tipps auch gut sein, weil ich gerade echt auf dem Schlauch stehe, was ich überhaupt machen soll. Also, mein erster Gedanke war, ich mache mir die Notizen, damit man es besser sieht. Vielleicht B, weil B auch einen menschlichen Kopf hat und sie ja auch einen menschlichen Kopf hat. Aber das Problem, also dass sozusagen die Kleidung nicht zählt, weil die Puppe ja umgekleidet werden kann, so viel man will. Das Problem dabei ist nur, dass die Augenfarbe der beiden Puppen nicht dieselbe ist. Das Einzige, was dasselbe ist bei den Puppen, ist trotzdem wieder B, ehrlich gesagt, weil B zum Beispiel auch dieselbe Arme hat und dieselben Handschuhchen und dieselben Schuhchen. Also bei B ist einiges gleich. Ja? Das Gesicht ist auch menschlich. Die Handschuhe sind auch weiß. Der Skintone ist auch weiß. Also ne, heller halt. Und die Söckchen sind auch rot. Das ist alles genauso wie bei dem allerersten Püppchen. Und das ist das Erste, was mir jetzt wirklich auffällt, womit ich arbeiten würde. Aber irgendwie kommt mir die Vorstellung, dass es nicht die Katzenköpfe sind, zu einfach vor, weil man würde doch sowieso als erstes B picken, oder? Weil das am naheliegendsten ist. Nein, nicht löschen, aber einfach zurück. Also ich mache nochmal kurz einen Verstandsdurchgang für mich selber, ob mir irgendwas noch auffällt. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt, was ich da gesagt habe. Vielleicht kann man die Augenfarbe der Puppen ja auch anpassen, genau wie die Kleidung. Ich meine, die einzige Puppe, die dieselbe Augenfarbe hat wie die erste Puppe, ist halt A. Ne? Aber das sind ja auch andere Augen. Davon mal abgesehen. Identisch mit der ganz links. Also ich würde sagen B. Und so länger ich schaue, desto eher glaube ich B. Ich sehe nur bei B viele Dinge, die sich überschneiden könnten, die zusammenpassen könnten. Die Tatsache, dass es beides Menschen sind, die Tatsache, dass die Hautfarbe übereinstimmt, dass die Handschuhfarbe übereinstimmt. Also das Kleid und so weiter kann ja alles geändert worden sein, die Frisur auch. Und die Puppe an sich. Guck mal, gehen wir nochmal davon aus, dass. Ja, das ist ein bisschen blöd, finde ich. Man könnte davon ausgehen, dass die hier Augenfarbe geändert werden kann. Aber warum kann denn eigentlich nur die Augenfarbe geändert werden? Warum nicht auch die Hautfarbe und die Handschuhfarben? Warum sind die fest? Das finde ich halt ein bisschen blöd bei der Hilfestellung. Falls ich mit B richtig liege, mit meiner Theorie. Wir nehmen einfach mal B. Komm, erstmal just for the lulz. Und voilà, meine Antwort. Ach, shit. Okay. Dann bin ich wohl auf dem völligen Holzweg. Wo mag nur der Fehler liegen? Ich weiß nicht. Ich bin anscheinend komplett auf dem Holzweg. Mit meiner Idee. Bleibt mir jetzt auch sowas Tipps zu nehmen, weil ich tatsächlich dieses Mal brauche ich glaube ich Tipps. Ich hoffe, dass Tipps mir was bringen, weil dieses Mal glaube ich tatsächlich, dass die Tipps mir helfen können, weil ich nicht die geringste Ahnung habe, worum es überhaupt geht. Also immer nur Tipps nutzen, komm. Münzen habe ich ja massenweise, also was soll's. Natürlich sehen diese Puppen alle verschieden aus. Aber das Wort identisch trifft es auf den Punkt. Achte besonders darauf, was die Puppen für Kleidung anhaben. Das hilft mir nicht genug. Und wir machen weiter. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie die Puppen aus verschiedenen Perspektiven aussehen würden? Überlege dir, wie du dies überprüfen würdest, wenn du sie in der Hand hieltest. Einfach unter den Rock gucken, ne? Naja, Spaß. Ja, man wird sie drehen, logischerweise. Aber es bringt mir ja nichts. Hilft mir jetzt gerade auch wieder nicht.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Nö. Nächster Tipp. Die Köpfe und die Hüte der Puppen kannst du für die Lösung als Rätsels getrost vernachlässigen. Viel mehr Bedeutung solltest du den Kleidern und der Farbe der Handschuhe und Stiefel bemessen. Ja, auf die Handschuhe und Stiefel habe ich schon geachtet, aber. Ich glaube, bei mir liegt gerade der Fehler vor, dass ich glaube ich vielleicht nicht hundertprozentig weiß, wie die Definition von identisch ist in diesem Fall, oder? Das scheint mir gerade das größere Problem zu sein. Es ist eine Feinheit in diesem Wort, die ich nicht beachte. Also. Das fickt den Sound aber, oder? Ja, lassen wir das. Okay. Ja, dann machen wir den Supertipp auch noch. Ich meine, wir haben immer noch genug Münzen, ne? Die Stiefel und die Handschuhe sowie die verschiedenen Lagen der Kleider sollen sich auf die Spur der gesuchten Puppe bringen. Das ist mehr oder weniger derselbe Tipp wie Tipp 3, ehrlich gesagt. Das bringt mir jetzt nicht mehr Informationen als Tipp 3. Ich meine, ich weiß, dass es nicht B ist, ne? Das weiß ich wohl. Das soll ich jetzt für mich persönlich als Tipp in die Tatsache, dass ich schon einmal falsch gelegen habe, dass es B nicht sein kann. Aber A scheint mir so. Nee. Ich nehme jetzt einfach C. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe dieses Rätsel nicht gelöst. Etwas Kreativität, etwas Elan und. Jo. Jetzt bin ich mal gespannt, woran es liegt. Ich habe eine herrliche Denkaufgabe. Ich dachte mir, dass A nicht sein kann, weil wenn ich überhaupt C nehme, dann wegen der Knickung des Kopfes. Ob die Puppe hinten halt so aussieht und nicht vorne so aussieht. Was ziemlich gruselig wäre. Aber dann müsste ich auch den Schwanz die ganze Zeit sehen, deswegen keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, was jetzt die tatsächliche Lösung ist. What the fuck? Also zuallererst mal, das ist tatsächlich ein bisschen gruselig. Will ich nur mal so gesagt haben. Und auf die Idee bin ich jetzt gar nicht gekommen. Wäre ich glaube ich auch nicht. Das ist glaube ich ein bisschen zu crazy gewesen. Vor allen Dingen nur anhand der Bilder. Ich meine, wenn man es in der Hand gehalten hätte, wäre es leicht gewesen. Weißt du, was lustig ist? Ich hatte gesagt, unter den Rock gucken, ne? Zum Spaß. Das habe ich zum Spaß gesagt. Und es hätte mir hier geholfen. Aber ich konnte es natürlich nicht physisch anfassen. Das bringt mir nichts. Na gut, scharf kombiniert, richtig, es ist Puppe C. Puppe lässt sich umdrehen und ein anderer Oberkörper findet sich unter dem langen Rock. Sobald du die Puppe drehst, fällt der Rock und gibt Überkopf und Kopf der anderen Puppe frei. Du musst also auf die Farbgebung des Kleides und der Gliedmaßen achten. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das im Rätsel halten soll. Das ist mir schwierig, das zu beschreiben gerade. Man kann immer wow und toll sein, wenn man eine Lösung hat, aber die Frage ist ja, wie hätte man zur Lösung kommen sollen? Und ich weiß nicht, ob man darauf hätte kommen können. Folgendes hat der ganzen Tipps, die ich genommen habe, die haben mir nicht wirklich geholfen. Ich meine, ich kann ja nicht wirklich wissen, wie das Kleid auf der anderen Seite aussieht, oder? Mag wohl an meine Grenzen gestoßen sein. Wir machen weiter. Das Rätsel hat mir mal gar nicht gelegen, ja? Sind das Ihre Puppen? Ja, sie sind mir besonders wichtig. Sie waren das Einzige, was ich auf meiner hastigen Flucht mitnahm. Aber wie konnte ich dabei nur meinen Chef zurücklassen? Ich hätte ihn zwingen sollen. Obwohl ich ihn wirklich nicht wirklich glauben will, dass das Phantom die Great Alice angreift. Hoffentlich passiert ja auch nichts. Ja. Gut, wir ziehen weiter. Das war bisher, glaube ich, das Rätsel, das ich am schlechtesten bearbeitet habe, aber ich hätte wirklich keine Ahnung. Also muss mir auch keiner kommen, ich hätte mir mehr Zeit lassen können. Ich sehe das relativ früh, ob ich irgendwas erkennen kann oder nicht, und da habe ich nichts erkannt. Miau. Hey da, Kätzchen. Hierher, Kätzchen. Maus. Welch ein putziges Tier. Es hat ein Hals halt um, also muss es jemandem gehören. Fangen wir es. Warte, Luke, halt! Tja, und da dachte ich, Luke wäre alt genug, um nicht Hals über Kopf Tieren nachzurennen. Luke mag zwar ein übervorsichtiger Junge sein, aber ein Kind ist er nach wie vor. Zeigen wir auch etwas kindliches Gemüt an. Er ist in Richtung Westen davon, also hinterher. Will ich das schon? Oder möchte ich erst ein bisschen sprechen?
Erstmal eine Münze aus dem Dreirad da holen. Wie wohl das Leitungswasser in Mysterio schmeckt. Also ich merke ihn mir jetzt mal, den Typen. Weil irgendwie möchte ich jetzt nicht hier alleine rumrennen lassen. Also rennen wir erstmal der Katze hinterher. Ui, diese Katze ist ja schnell wie der Blitz. Ach, da bist du ja. Fast dachten wir hätten dich verloren. Wo ist sie denn nur hin? Da, da ist sie. Professor, halten Sie ihn auf. Schon gut, Emmy. Laufen wir ihm einfach nach. Hihi, ich stelle wiederum fest, mit ihm wird es nie langweilig, Herr Professor. Zum Ruder muss man ordentlich Kraft in den Armen haben. Und Münzen im Boot. Geradeaus zu rudern kann für Ungeübte extrem schwierig sein. Und dort hinten schon alles bewaldet zu sein. Das ist echt weit treiben jetzt für den Jungen, ne? Aber gut. Hier. Mietz, Mietz, Mietz. Sie hat uns wohl abgehängt. Eine Katze mit Düsenantrieb. Wo ist die nur hin? Möglicherweise ist dieses Wäldchen ihr Revier. Erkunden wir es ein wenig. Vielleicht finden wir sie ja. Okay, das ist der Punkt, wo ich jetzt spätestens sage, nope. Dann gehe ich nochmal zurück zu Monsieur, weil es scheint das sehr optional zu sein, Monsieur anzusprechen. Oh. Ich will die Katze finden. Ja, okay. Dann habe ich wohl das einzige Richtige getan. Dann hätte ich eh keine Wahl gehabt. Ne? Dann wäre ich sowieso so gezwungen gewesen, der Katze daher zu laufen. Ja, erstmal das Holz zerteilt, dann noch ein Hinweis, eine Münze. Es dreht sich und dreht sich und dreht sich. Hinter dieser Brücke scheint nicht mehr viel zu liegen. Junge, das war ja ein beachtlicher Anstieg. Und da ist... Entschuldigung. Und da ist der Herr, den wir bereits vorhin getroffen haben. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Ich sollte mal wieder was trinken. Es zischt gleich wieder. Hallo, ihr Lieben. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn gesprochen habe. Ganz fantastisch geht es mir. Schaut euch nur mal um. Ein entzückendes Grün. Und es ist überall so viel Grün, dass ich es kaum ertragen kann. Geht es Ihnen wirklich gut? Aber sicher, ich jauchze vor Glück. Grün ist grün dort, grün ist grün hier, grün dort. Eine Explosion der grünen Wonne. Manche Bewohner dieser Stadt sind unstreitbar, unbestreitbar, begeisterungsfähig. Kein Rätsel für uns? Schon wieder ihr? Stört mich nicht beim Baden im Paradies grün. Genießt es ja mit mir. Vielen Dank, aber wir müssen wirklich weiter. Ja, wir müssen der Katze hinterherlaufen. Voll wichtig. Ja, egal. Dann laufen wir der Katze mal weiter hinterher. Die sieht ganz anders aus wie eine Forschungsanlage. Liege ich da richtig, Luke? Die sieht ganz aus wie eine Forschungsanlage. Nur das Gegenteil. Ich weiß nicht. Ich war noch nie hier. Ist deine Katze vielleicht in dieses Gebäude geflohen? Seit wann ist das seine Katze? Haben wir das schon festgestellt? Also die Tatsache, dass das verfolgt wurde zu seiner Katze, weil es sein Ziel ist. Ja. Schauen wir doch mal hinein und finden es heraus. Okay, erstmal machen wir Briefkasten auf. Was? Keine Münzen, Briefkasten? Das ist ja wohl ein Sakrileg. Oh, da ist was im Wasser. Nein, nein, nein. Diese Becken scheinen nicht zu Fischzucht gedacht zu sein. Da ist was im Wasser. Ach, eine Münze, okay. Wie die Fische aus dem Wasser hüpfen. Ganz schön lebhaft. Was sind jetzt Fischzucht oder nicht Fischzucht? Aber für das Eurobecken nur. Das kann ja auch sein. Und was ist da drin? Fischfutter? Gehen wir mal rein, ne? Big Boy, Alter, das ist aber ein dicker Fisch. Harald Knitter. Das ist ja ein Riesenaquarium. So ein paar Münzen aufsammeln, in den üblichen Stellen. Ue, ich bin gerade etwas. Ach so, nur ein Schlauch. Wozu auch immer das dient, wir fassen es lieber nicht an. Da ist was.
Ja. Ein verstecktes Rätsel, das ich mehrfach anklicken musste. Das ist das erste Mal. Also können auch ganz verschiedene Sachen versteckt sein, ne? Also unabhängig von Einmalklick versteckt, sondern Mehrfachklick versteckt. Hm, was haben wir denn hier? Das muss wohl ein versteckter Knobelnuss sein. Mal sehen. Oh Gott, die sind extra schwer, ne? Oh shit. Oh, das ist Rätsel 146. Ja, das ist auf jeden Fall ein verstecktes Rätsel. 55 Pikarat wert. Oh Gott. Überlänge incoming. Oh Gott. Ich habe ein verstecktes Omega-Rätsel gefunden, wie es aussieht. Ein Bücherregal hat 7 Fächer und in jedem stehen 10 gleich große Bücher. Auf dem Regal soll ein Fluch lasten. Nimmt man ein Buch heraus, ohne zur gleichen Zeit auch jeweils die 2 direkt darüber, darunter, links und rechts davon zu entnehmen, so wird man laut Legende das Lesen verlernen. Wie viele Bücher kannst du maximal gleichzeitig entfernen, ohne Angst haben zu müssen, vom Fluch getroffen zu werden? Oh Gott, nee. Oh, da muss ich ja ewig malen. Da muss ich jetzt Ewigkeiten kritzeln. Och. Das ist ein Kritzelrätsel. Mal gucken. Man kann es wahrscheinlich auch mathematisch lösen, wenn man irgendwie voll drauf hat, aber ich und Mathematik. Auf dem Regal soll der Fluch lasten, ja? Nimmt man ein Buch raus, ohne zu gleichzeitig 2. Direkt darüber. Darunter, links und rechts davon zu nehmen. Also mit 2 direkt darüber meinen sie dann wohl. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Buch hier nehmen würde. Ja, das blaue hier. Dann müsste ich auch das hier, das hier, das hier, das hier, das, 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 also das und ja, das hier rausnehmen. Ja. Also die müsste ich halt alle rausnehmen. Ja. Immer, wenn ich ein Buch rausnehme. Weil direkt darüber meinen sie wahrscheinlich wirklich eine Linie drüber und nicht einfach nur 2 nebeneinander rüber. Oh, um Himmels Willen. Das wird ein Albtraum, ganz ehrlich. Ja, also wir können ja schon mal ausschließen, wenn wir jetzt. Wir müssen ja immer mindestens 2 Reihen anfangen und 2 runter, oder? Sonst geht's ja nicht. Wahrscheinlich ist das schon Fehler so zu denken, aber ich will erstmal so anfangen mit meiner ersten Theorie. Dass wir sagen, okay, wir nehmen dieses Buch raus. Und dann müssen wir automatisch auch dieses rausnehmen. Dieses. Und dies hier. So wie das hier. So, dann haben wir da noch eins, was wir rausnehmen müssen. Da noch eins, was wir rausnehmen müssen. Und direkt darunter, also das hier. Und das hier ist auch raus. So, jetzt haben wir ein Buch rausgenommen. Wenn ich jetzt woanders ansetze, also sagen wir, ich setze jetzt mal ganz stumpf daneben an, ja? Also setze mal hier an. Dann muss ich die auch beide rausnehmen hier. Ich mache jetzt mal einen Strich durch, das ist leichter als diese X zu machen. Die beide rausnehmen und die beide rausnehmen. So wie die beiden hier. Okay, das geht auf jeden Fall schon mal. Jetzt könnte ich aufgrund meiner bisherigen Vorgehensweise nur noch einmal das machen, ne? Oder sehe ich das falsch? Moment, nicht, dass ich das jetzt Blödsinn erzähle. Ich glaube, es geht jetzt nur noch einmal, egal was ich mache. Egal, wo ich jetzt ansetze, es geht doch jetzt nur noch einmal, oder? Das würde bedeuten, es ginge dreimal. Und das wäre jetzt die erste Lösung, die ich habe. Und das ist wahrscheinlich falsch, wie immer. Bei meiner ersten Lösung stimmt meistens nicht. Aber es ist ja egal, wo ich jetzt anfange. Sagen wir, ich fange jetzt hier an. Dann würde ich den wegnehmen müssen, den wegnehmen müssen, den, den. Nee, kann ich gar nicht da anfangen. Warte, kann ich ja gar nicht. Dann komme ich gar nicht mehr weit genug runter. Momentos. Also ich muss schon weiter oben anfangen. Also zum Beispiel, nee. Hä? Geht's wirklich nur zweimal? Lesen wir mal das Rätsel, damit wir keinen Fehler machen, ja? Auf dem Regal soll ein Fluch lassen. Nimmt man ein Buch heraus, ohne zur gleichen Zeit auch jeweils 2 direkt darüber, darunter, links und rechts davon zu nehmen. So sieht man da gerne das Lesen verlernen. Wie viele Bücher kannst du maximal gleichzeitig entfernen, ohne Angst haben zu müssen, vom Fluch getroffen zu werden? Hm.
Auch hier habe ich wieder ein Formulierungsproblem, weil ich könnte jetzt sagen. Wenn das Buch über sich keine zwei Bücher hat, ist es dann ein Problem für den Fluch? Kann der Fluch überhaupt wirken, wenn ich seinen Umstand gar nicht erfüllen kann? Ich weiß es nicht. Ich habe mich zerdenkt, das dann schon wieder, wenn ich damit sowas anfange. Aber meines Erachtens geht es jetzt gerade echt nur zweimal. Ich könnte zwar jetzt die noch verschieben. Das ist halt die Frage, ne? Wir verschieben die mal ein bisschen. Wir fangen mal wieder oben links. Also wir müssen irgendwo in der Ecke anfangen einmal. Sonst kommen wir ja nicht wirklich an die maximalen Möglichkeiten. Also wir fangen jetzt wieder hier an. Dann gehen wir hoch zwei. Hier zwei. Da zwei. Und da zwei. Ah, das war ein bisschen schief, das machen wir lieber nochmal. Dann stößt gleich nachher noch ein extra vier Teufel ein, weil ich hier falsch male. So, das könnte man natürlich schon mal machen. So, dann könnte man sagen, stattdessen fangen wir jetzt mal ganz woanders an, also zum Beispiel hier. Dann haben wir 1, 2. 1, 2, 1, 2 und nochmal 1, 2. So, können wir jetzt noch einen machen, weil wir jetzt ein bisschen versetzt arbeiten, oder geht es jetzt trotzdem nicht? Das ist die große Frage. Meines Erachtens nach ist es schon wieder schwierig. Aber vielleicht könnte ich hier ein bisschen weiter runterpacken. Moment. Das habe ich ja gesagt, das wird ein Kritzelrätsel. Und da habe ich auch sofort erkannt, das wird für mich definitiv ein Kritzelrätsel. Ohne Frage. Aber höher kann ich ja nicht anfangen. Wenn ich höher anfange, dann kriege ich ja auch links und rechts wieder nicht hin. Ne, ich müsste ja hier anfangen. Anders geht's ja wieder nicht. Also wenn ich nebeneinander mache, geht's nicht. Und wenn ich übereinander mache, geht's. Also wenn ich so schräg zueinander mache, geht's auch nicht. Mehr als zweimal. Also ich finde es gerade, dass es nur zweimal geht. Egal was ich mache, ich sehe jetzt gerade keine andere Möglichkeit. Wenn ich das Rätsel nicht völlig falsch verstehe. Und ich verstehe bestimmt irgendwas falsch oder übersehe irgendwas, wie immer. Aber ich persönlich, ist egal was ich mache, kriege da nicht mehr zusammen als das, was ich jetzt zusammenkriege. So, ich kann da wie gesagt auch nebeneinander arbeiten, theoretisch. Muss ich die nicht komplett durchziehen. Ja, aber ich kann es vergessen. Egal was ich mache, es geht nicht. Es müssen zwei sein. Wenn es nicht zwei sind, dann, keine Ahnung, bin ich einfach zu blöd. Dann ist das so. Ich weiß es nicht. Ach Quatsch, nicht zwei, aber nicht zwei eingeben. Ich kann zwei mal rausnehmen, heißt also zweimal die Anzahl der Bücher. Moment, wie viele Bücher sind das? Das war schon fast ein Flüchtigkeitsfehler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind also immer 9 Bücher, also 18 Stück, ja? Ja, müssten also 18 sein. 18 Bücher kann ich gleichzeitig rausnehmen. Wenn ich mich irre, irre ich mich halt. Eine fordernde Aufgabe, ohne Zweifel. Okay, da war das einfacher, als ich dachte. Okay, gut, da war es einfacher. Dafür, dass es so einen hohen Wert hatte und so ein Bonusrätsel war, einfacher, als ich dachte. Sehr belesen. Du kannst unbesorgt 18 Bücher auf einmal aus dem verwunschenen Regal nehmen. Mehr lässt sich der Fluch leider nicht zu. Ja, wie gesagt, ob man jetzt versetzt macht, die beiden Kreuze einfach nebeneinander macht, das kommt auch selber hinaus. Und wieder ein Rätsel mehr auf der Gelöstliste. Ja, das war ein kleines Bonusding, würde ich fast sagen. Ne? Passt vielleicht auch perfekt, den Party zu beenden. Ne? Wir hatten zwei Rätsel, gar nicht so verkehrt. Dann würde ich sagen, mache ich erstmal Stopp. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht. Ich danke fürs Zusehen.